So, hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 2 in diesem Jahr, dem Februar-Vlog. Ich bin's, Apple05, und seit langem gibt's mal wieder Videos von mir. Heute möchte ich euch News und alles weitere zum Projekten und blablabla beibringen. Ich hetze gerade etwas, weil ich weiß, meine dritte Aufnahme jetzt und ich habe gerade keine Lust mehr, weil ich mein Mikro gar nicht eingesteckt hatte. Ja, erstmal kommen wir heute zu den positiven Nachrichten. Ihr kennt ja meinen Background. Und ich bekomme jetzt bald einen neuen von meinem Cousin, der sich mit Design und Grafiken und so ein bisschen auskennt. Okay, ein bisschen, ich denke mal ein bisschen mehr als ich, ja, kann hinhauen. Dem möchte ich jetzt schon mal danken dafür, dass ich jetzt bald einen neuen Background von ihm bekomme, der, denke ich, mega fett wird. Und schon mal verraten kann ich schon mal, dass er blau-schwarz wird. Mehr weiß ich auch noch nicht. Er darf sich austoben. Ich habe ihm da nicht groß was gestellt, was er machen soll, nur welche Spiele vielleicht drauf sollten. Ja, das zum Background. Dann zu den Projekten. Aktuell läuft ja Minecraft, Most Wanted, Sims 3 und Bird of Paradise und Hot Pursuit. Welche gehen jetzt weiter? Minecraft läuft ja aktuell wieder. Hot Pursuit kommt nächste Woche irgendwann wieder, wenn ich aufnehmen kann. Most Wanted muss ich erst wieder bis zum Safe spielen, was ich denke ich morgen mal dran setzen werde und dann wollte ich mal ein bisschen zocken. Sims 3 wird nichts mehr kommen, weil Datenverlust Sims 3, das funktioniert leider nicht. Da kann ich nicht wieder dahin spielen. Tut mir leid, das wird leider abgebrochen. Und Bird of Paradise leider auch nach 3 Folgen schon, weil Datenverlust hätte ich ja weiterspielen können, ja ich weiß. Aber Performance-Probleme und die sind wirklich extrem. Es ruckelt und ich kann es nicht spielen. Es hat mich, ich glaube, ihr habt es gemerkt, dass während Aufnahmen mich auch ein bisschen genervt hat. Und deswegen wird davon leider nichts mehr kommen. Tut mir leid, aber ja, das ist leider so. Dann die Xbox 360 und PS3 Projekte, die kommen werden. Xbox 360 momentan wird nicht kommen, da ihr Ring of Death hat. Ich will probieren, mir eine neue zu holen, aber die kostet momentan viel Geld. Ich habe momentan kein Geld, deswegen werde ich erstmal schauen. Ich will eine neue haben, da ich noch so viele Spiele und so alles. Ich will sie eigentlich nicht verkaufen. Und deswegen, schauen wir mal. Deswegen, aber ich denke nicht, dass uns mit Zicken Undercover jetzt was kommen wird dieses Jahr. Bezweifle ich zumindest. Von Mass Effect 2 wird schon was kommen, da ich mir dieses Spiel für die PS3 noch nachholen werde. Da der dritte Teil ja für PS3 Ende des Jahres kommt und ich mit einem Mass Effect 2 Safe Game den dritten Teil spielen will. Ich hoffe nur, dass BioWare das nochmal auf 30, 20 Euro runtersetzt. Das wäre schon sehr geil. Ja, die PS3 Let's Plays werden auch kommen. Die auf jeden Fall. Da ich habe jetzt gerade noch was gerendert hier. Ich weiß, die Qualität sieht jetzt hier nicht so rauschend aus. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Sieht, glaube ich, besser schon aus Bulletstorm. Da ich ein bisschen jetzt mit Helligkeiten so rumspiele, damit das vielleicht nicht so so grau, so matt und alles aussieht. Ein bisschen mehr Farbe reinkommt. Ja, das wird also jetzt in nächster Zeit werden erstmal Minecraft weiterkommen, Hot Pursuit so bald wie möglich, Most Wanted auch so bald wie möglich. Und es werden erstmal noch kein Let's Play von der PS3 kommen. Erstmal werde ich jetzt die Demos von meiner Let's Play Station durchspielen, alle mit euch. Da kann ich nämlich dann ein bisschen meine Aufnahmenqualität durchprobieren und dann seht ihr dann, wie es wird. Weitere Infos noch zu Minecraft. Ja, ich habe gerade mal meine Show hier offen. Ja, es wird bald vom Minecraft-Server, meinem Privatserver, noch eine Show kommen. Ich habe gerade viel gemacht und ihr könnt euch auf viel gefasst machen. Es wird auf jeden Fall ein langes Video. Es könnten 2 Teile lang werden, wenn es gut geht. Ich arbeite mich noch ein bisschen dran, weil mit Plugin arbeite ich momentan. Damit kann ich ein bisschen Berge und so wegmachen. Ich ein bisschen cheaten und so. Man kann sich nämlich leichter Sachen machen und so. Aber es geht bei uns im Server darum zu bauen. Und nicht unbedingt so richtig zu spielen. Wir wollen schöne Gebäude machen. Ja. Dann, ich hatte ja auch mal gesagt, Community-Server und so. Bei mir, auf meinem PC selber wird es nicht kommen. Da ich gemerkt habe, dass es mein PC, denke ich, nicht packen wird und so. Ich werde es mal probeweise testen, aber ich bezweifle, dass es klappen wird. Deswegen, momentan spielen Exit und ich auf einem Server, den sein Kollege irgendwie gemietet hat. Also so ein 24-Stunden-Server, da spielen wir Minecraft drauf. Und den möchten wir so ausbauen, dass er für die Community möglich ist. Also, dass unsere Abonnenten darauf zocken können. Dafür muss aber jetzt noch mehr Arbeitsspeicher darauf, was bald, glaube ich, möglich ist. Aber der Server ist schon gut. Plugins sind super. Es ist wirklich so, läuft schon recht gut. Es soll noch mehr reinkommen. Momentan ist er also noch nicht für die Community freigegeben. Wird auch, denke ich, erst noch nicht in der nächsten Zeit. Das wird Exakt ja wohl ein bisschen mehr erstmal sagen können. Und ja, Farbschema, leck mich. Schön. Ja, der wird da noch weiter mich darüber im neuen Stand halten. Deutsch sprechen versuchen, tun ich gerade. Ja, da sehen wir dann, wann Community-Server offen ist. Momentan dauert es noch ein bisschen und ich denke, ihr könnt es auch verstehen. Lieber einen vernünftigen Server als gar keinen Server. Ja, ich glaube, das waren alle News, die ich heute geben wollte. Außer, dass ich jetzt nochmal Blogspot mich, denke ich, noch ein bisschen mehr
bemühen werde, da noch was zu machen, und weil da habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht dieses Jahr, ich weiß. Aber ich denke, das war es heute erstmal für den Vlog Nummer 2, den Februar-Vlog oder auch den Vlog der Hoffnung. Ich bin's, Apple05, und wir sehen uns in einem meiner Let's Plays, die ich mit Spaß mache, und ich hoffe, euch machen die auch Spaß, da ich die auf euch mache. Und so, ich denke mal, ihr würdet die Videos nicht gucken, wenn sie euch keinen Spaß machen würden. Also deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Videos, die jetzt kommen. Let's Demos, Let's Plays, Let's Shows, was weiß ich. Ich bin's, LPN05, bis dann.